Folge Nummer 49. Wir stehen auf Route 209 und wollen jetzt erstmal weitergehen. Und hier ist schon wieder so ein Jogger und der will nicht kämpfen. Als ich neulich joggen war, hat mich ein wildes Pokémon gejagt. Ich sage dir, ich hatte solche Angst, dass ich meine bisherige Bestzeit weit unterbrochen hatte. Aha, okay, cool. Das ist ein Pokéball. Komm mal dahin. Tatsache. Cool. Geil, ein Hypertrank. Das wird immer besser. Ich hoffe, den gibt es auch bald mal zu kaufen. Weil Supertränke reißt mittlerweile auch gar nicht mehr raus. Was ist das hier? Die hat mir besiegt. Ja, wir trainieren mit viel Liebe. Was ist das hier? Das war bestimmt mal ein Turm. Jetzt steht hier ein Haufen alter Steine. An dieser Stelle würde der Spiritkern hervorragend passen. Nein, was war der Spiritkern denn eigentlich nochmal? Hier? Nee. Mal hier. Ein wichtiges Item, mit dem ein Steintor repariert werden kann. Ja, dann wird das wahrscheinlich schon dafür geeignet sein. Dann setzen wir den mal ein. Wolf setzt den Spritkern in den Steinturm und der Steinturm wurde wiederhergestellt. Auf dem Turm kann man die Inschrift Geweihter Turm lesen. Ach, das war's jetzt. Dies ist der Geweihte Turm. Er wurde offenbar vor vielen, vielen Jahren gebaut. Wow, das war's. Das ist ein bisschen enttäuschend jetzt. Ah, noch ein Pokéball. Wolf hat den Äther gefunden. Ja, das ist auch okay. Und noch so ein komischer Baum. Ja, den mischen wir mir auch mal mit drin, mit Honig. Die Honig mit drin. Mit? Ja, lass gut sein. Noch zwei Beeren. Die nehmen wir natürlich auch mit. So, und noch eine. So, und jetzt ist wieder hier so ein Bereich, wo man mit dem Fahrrad hochkommt. Oder gehen wir hier mal lang? Ganz langsam. Nein. Da hat mich was erwischt. Und es ist ein Schlapphohr. Den haben wir doch vorhin in der letzten Folge erst kennengelernt. Ja, Schlapphohr, du, Flucht gescheitert. Ich wollte gar nicht flüchten, ich habe mich nur verklickt. Also von daher ist es jetzt irgendwie gerade wurscht. Ich wollte... Geht das nicht? So, jetzt aber. Blubstrahl, auf geht's. Sprungkick. Das ist mal wieder sehr effektiv. Das ist schon hart, wenn dir so ein wildes Pokémon so viel abzieht. Das ist schon nicht schlecht. So, gleich nochmal. Und dann habe ich das Gefühl, könnten wir eventuell Schlapphohr sogar fangen. Was echt gut wäre. Denn. Ja, perfekt. Jetzt kommt der Irrschlag. Aua. Der ist wiederum nicht effektiv. Wir probieren es mal mit einem normalen Pokéball, ansonsten setzen wir den Superball ein. Weil das muss mit einem normalen Pokéball auch gehen. Es hat doch eh schon keine KP mehr. Yes! Schlapper wurde gefangen. Wie praktisch. Ein neues Pokémon für unseren Pokédex. Es geht aufwärts. Es hat sehr empfindliche Ohren. Ach, das sind seine Ohren. Ach du Scheiße. Fasst man sie zu rau an, wird es mit seinen bis grazilen Beinen zutreten. Ach Gott, bist du hässlich, ey. So, wir gehen mal hier lang. Und merken, dass hier ein Pokéball ist. Na, dann hat sich's ja gelohnt. Calcium, geil. Calcium erhöht irgendwas. Instant. Nee, das ist. Ist nicht hier? Nee, ist hier, glaube ich. Calcium. Spezialangriff wird dauerhaft erhöht. Das ist, lohnt sich aber erst, wenn man das bei Level 100 Pokémon einsetzt. Und wir müssen jetzt gar nicht hier diesen Schlammweg hochgehen, sondern wir gehen einfach außen, wenn wir schon mal da sind. So könnte man der Trainerin jetzt auch entkommen, die wir da gesehen haben. Aber vorher versuchen wir doch gleich nochmal. Ein Dampirplex zu fangen. Wenn wir schon mal dabei sind. Ja, das war nicht sehr effektiv. Mal hier ein Blubstrahl. Jawoll. Ja, das zieht gut ab. Mal sehen, ob der Schnabel ihn tötet. Ich glaube, Schnabel ist so schwach, dass es ihn nicht umbringt. Sag ich doch. Ah, da ist mittlerweile die Erfahrung einfach da. Und Beutel, Bälle, Pokéball. Das muss reichen. Das muss auch mit einem Pokéball gehen.
Und diesmal springst du mir nicht raus. Scheiße. Okay, fast hätte es geklappt. Rollentausch, ja, von mir aus. Sturzbach, das ist das echt komisch. Wir setzen nochmal einen Pokéball ein. Wir können die jetzt ein bisschen verschwenden, weil wenn wir dann eh Superbälle kriegen, dann brauchen wir die Pokébälle ja nicht mehr. Und diesmal... Ah, klappt's nicht, aber es hat sich einmal mehr umdreht. Eventuell klappt's ja mit einem dritten Pokéball. Ja, ja, kopier du mich mal. Ich fang mich selbst auch gerne nochmal. Oder überhaupt mal. Und dann haben wir zwei Empoleons und dann sind wir so unsterblich. Nein! Jetzt hat sie es tatsächlich dreimal umdreht. Aber es ist noch in der letzten Sekunde aus dem Pokéball gekommen. Da muss ja wohl jetzt der vierte bringen. So, jetzt aber komm. Der vierte Pokéball. Dann hier, Plex. Bleib drin. So, dann habe ich jetzt aber die Schnauze voll. Ich werde den Superball einsetzen. Ich werde den Superball einsetzen. Da gibt es jetzt überhaupt keine... keine Diskussion. Da wird... Was? Das ist ja wohl ein Witz, ey. Der Mirplex, es geht mit dir. Dann halt nochmal normalen Pokéball. Ich will dich jetzt fangen. Da gibt's gar keine Diskussion. Das kann ja nicht sein, ey. Mehr abziehen kann ich ihm halt aber auch nicht mehr. Das gibt's ja nicht. Ach, da hilft nur noch eins, wir riskieren's. Wir holen Ultrigarians ran. Ultrigaria. Ja, Gedankengut. Es ist gut, dass es das einsetzt. Und jetzt Schlafpuder. Jawohl, Rollentausch. Von mir aus. Chlorophyll. Schlafpuder. Nice. Funktioniert. Der Mirplex schläft. Und jetzt muss der Pokéball nun wirklich das gewünschte Ergebnis bringen. Ansonsten weiß ich auch nicht weiter. Hey, das kann es ja nicht sein, ey. Was geht mit diesem Pokémon ab? Mein Gott, was... Ich setze jetzt mal den Premierball ein. Probieren wir es einfach mal. Ja, na also... Oh, der Mirplex endlich gefangen. Der Premierball bringt das gewünschte Ergebnis. Meine Güte, war das jetzt anstrengend. Starrt man auf sein Geweih, bekommt man das seltsame Gefühl, in dessen Mitte gezogen zu werden. Ah ja. Hauptsache, ich muss dich nie wiedersehen. Das war jetzt echt nervig. Und halt, hier Pokémon, hier ist der Schneider. Hey, du willst gar nichts? Der Turm der Ruhe, denn hier finden Pokémon ihre Ruhe. Ach scheiße, warum bin ich denn jetzt ins Gras gelaufen? Schon wieder so ein Schlappohr. Schlappohr bekämpfen wir jetzt aber auch nicht. Flucht gescheitert. Empoleon, was kannst du eigentlich? Ja, jetzt halt aber. So, raus aus dem Gras. Hat überhaupt jetzt noch einer Zerschneider? Haha, hat eben nicht. Dann müsste ich jetzt jemand Neues Zerschneider beibringen. Zerschneider einsetzen. Ja. Empoleon, Cherox, ja, dann kriegt das natürlich Ultrigaria. Ultrigaria werden wir noch länger im Team haben wegen dem Schlafbruder. Und währenddessen verlernt es einfach. Giftbruder. Finde ich gut. Ultrigaria hat jetzt nun zu Schneider und kann jetzt erstmal hier aufmachen. Ich hoffe, es lohnt sich. Und zack, und wir bekommen die TM Stahlflügel. Das klingt nach einer sehr geilen Attacke für Cherox. Stahlflügel. Aha.
Das merken wir uns mal. Wir gucken jetzt auch mal kurz in die Ruhestätte. Okay, hier sind lauter Pokémon begraben, oder wie? An diesem Ort ruhen die Geister. Bitte sei leise und zolle ihnen Respekt. Dies ist der Turm der Ruhenden. In ihnen herrscht ein dicker Nebel, der immer dichter wird, je höher du in den Turm steigst. Wenn du die versteckte Maschine Auflockern nicht besitzt und hier nichts verloren hast, geh nicht hinauf. Was ist denn Auflockern? Wir haben Auflockern nie bekommen, irgendwie. Jetzt sag nicht, hier sind Trainer. Tatsache. Ah, Gespenst, weg hier! Hilf mir, Team! Das gibt's ja nicht, Mann. Das ist eine Ruhestätte für Pokémon. Und dann gibt's trotzdem so Spasten, die hier Action machen müssen, ne? Also das kann sie wohl echt nicht sein. Girafarik! Mensch, dich kenne ich auch noch. Eieieiei. So, du bist dann hoffentlich... du bist nicht mal down. Psychokinese, geiler Scheiß, ey. Das ist eine sehr coole Attacke. Die hat mir aber früher vom Aussehen her besser gefallen. So, Girafarik ist damit down. Das ist gut. Vielleicht reicht der Kampf ja sogar, um noch auf Level 48 zu kommen. Mal gucken. So. Absol, du siehst eigentlich ganz cool aus. Mit Level 42 bist du gar nicht mehr so schwach sogar. Kann was. Und überlebt auch mein Blubstrahl. Wahnsinn. Schlitzer. Aber es ist natürlich nicht sehr effektiv. So, Absol ist down. Und ja, das wird für ein Level-Up locker reichen. Magna... Was? Magnavien? Okay. Mal sehen, wie weit wir hier mit Blubstrahl kommen. Ich denke mal auch so knapp unter der Hälfte. Ah, Level 39, das war da gar nicht das stärkste Pokémon. Ne? Da weiß ich nicht mal, ob das vom Level-Up so reicht. Nice. Ist denn down? Nee, ist recht nicht. Egal, Oscar ist besiegt. Ich bin kein Gespenst, nein. Und ich wollte eigentlich nichts weiter haben als den ovaler Stein. Was ist denn der ovale Stein, bitte? Dieser besondere eiförmige Stein hilft manche Pokémon bei der Evolution. Ah, also sowas wie Mondstein und so ein Gezeugs. Gibt's hier auch wilde Pokémon eigentlich? Das werden wir ja gleich sehen. Oh ja, jetzt wird's tatsächlich nebelig. Ach so, wir haben ja anscheinend diese eine VM eh nicht. Das heißt, wir werden hier eh nicht wirklich weit kommen. Dann lassen wir das erstmal. Und wir versuchen erstmal herauszufinden, wie wir überhaupt an diese VM kommen. Weil ansonsten lohnt sich das wahrscheinlich nicht. Und hier sind Zwillinge. Haben wir gegen die schon gekämpft? Nee, auch nicht, ne? Gut, dann werden wir das mal eben machen. So, na du, wo kommst du denn her? Und welche Pokémon hast du denn bei dir? Na, dann zeige ich dir mal, was ich so dabei habe. Da wirst du allerdings ziemlich blöd gucken. Bidafass? Ach, Bidifass. Ja, von mir aus. Wir werden gegen Bidifass mal einen Blubstrahl machen. Bidifass Level 36, das ist ja total lächerlich hier. Oh, ist nicht sehr effektiv. Schlecht. Okay, Amnesie. Ja, von mir aus steigert deine Spezialverteidigung. Und bla 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 bla. Ja, machen wir nochmal Blubstrahl, das reicht schon. So, Blubstrahl. Warum zieht denn das jetzt so wenig ab? Ach du Scheiße, jetzt macht mich das ja hier noch völlig fertig. Jetzt aber. So, Bidifass ist besiegt. Jetzt haben wir den Level Up auf Level 48. Und als nächstes kommt Gerklas. Wir werden jetzt allerdings das Pokémon wechseln, weil wir sind schon viel zu angeschlagen. Wir werden mal auf Sherox wechseln. Und Sherox wird dann Gerklas schön besiegen. Da setzen wir selbstverständlich einen Flügelschlag ein. Das müsste ja eigentlich schon reichen, ne? Ah, es ist einfach herrlich.
Ah, wie Senior. Der Herr Senior. So, auch hier müsste ein Flügelschlag reichen. Oh, Spotlight kommt aber zuerst. Das ist natürlich recht blöd. Zieht alle Aufmerksamkeit an sich. Ja, mach mal. Oh, jetzt hat's überlebt. Cool. Ah, setzen wir noch einen Schlitzer hinterher. Einfach weil er cool ist. Xerox. Oh, nice. Dann kriegt Xerox jetzt. Oh, Radikal. Auch noch ein Level up. Dann haben wir unser erstes Pokémon auf Level 50. Das ist ja irre. Und das in Folge 49. 49, 49. Welch Ironie eigentlich. Der Flügelschlag setzt Radikal. Mehr als deutlich zu. Xerox erreicht Level 50 und das vor Folge 50. Und damit verabschiede ich mich fürs Erste. Wir sehen uns in der Jubiläumsfolge wieder, wenn es heißt Let's Play Pokémon Bloody Platinum Folge 50.